Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomoria mit Mods. So, der Sunny ist wieder am Start. Das wäre dann jetzt wahrscheinlich der letzte Aufruf dazu. Äußert euch dazu, ob ihr Sheltered oder Prison Architect dann am Dienstag haben wollt. Denn, ja, da ihr habt die Möglichkeit mitzuentscheiden. Und, ja, wie gesagt, nutzt das. Danach kein Gemecker, aber das andere Spiel wäre besser gewesen. Nein, also ich dachte einfach, ich kann euch da, die beiden Spiele waren für mich so ein bisschen ambivalent. Mir gefallen beide sehr, sehr gut. Und ich konnte mir beide an dieser Position vorstellen. Außerdem, selbst in dem Falle, dass ich das eine dann jetzt nicht mache, aufgeschoben ist, nicht aufgehoben. Im Falle von, ja, Sheltered würde ich wahrscheinlich sowieso nur 200 Tage oder sowas machen. Das wären wahrscheinlich irgendwas um die 50, vielleicht 60 Folgen, würde ich jetzt mal im Moment tippen. Vielleicht wären es auch mehr. Also 200 wären vielleicht bis zu 100 Folgen, aber das weiß ich nicht. 200 Tage wären vielleicht bis zu 200 Folgen. Aber ja, ja. Dementsprechend, es könnte dann auch sein, dass nochmal das andere dann später kommt oder dann natürlich andere Sachen. Also sollte ich mir irgendwann mal RimWorld holen, wäre das natürlich ein großer Kandidat, auch an dieser Position dann zu laufen. So, jetzt aber erstmal. Ja, es geht halt auch ein bisschen darum, tatsächlich ein bisschen Diversität halt natürlich nochmal hier reinzukriegen. Nochmal ein anderes Spiel für auch andere Interessenten dann einfach, ne? Leute, die sich halt für das Spiel dann vielleicht interessieren, die dann sich für andere Spiele nicht interessieren, ne? Das ist durchaus halt auch natürlich ein kleiner Punkt. Aber es muss halt natürlich trotzdem zu mir passen. So, dann haben wir. Wir könnten gut Früchte. Ja, Früchte könnten wir gut gebrauchen. Mal gucken, was haben wir denn hier? Gut, also Iron Ore kaufen wir sowieso. So, was haben wir dann hier noch? Wheat Seeds und sowas brauchen wir nicht. Grapes. Wir kaufen Grapes. Wir kaufen Wheat Grain. Ja, kaufen wir. Fine Grapevine kaufen wir auch. Das war's. Verdammt. Ich hatte da auf ein bisschen mehr gehofft, ehrlich gesagt. Na gut. Ist halt nicht. Das sind 2300. Dann erstmal natürlich wieder unsere Statuetten rüberjagen. Die sind tatsächlich zu viel, okay. 2500. Das heißt, wir sind 280. Also 28 drüber. So. Dann Trade. So. Mach. Sehr schön. Ja, wir könnten jetzt theoretisch natürlich noch ein bisschen Zinnohr und sowas kaufen. Macht Silberbarren können wir jetzt auch mittlerweile kaufen. Wir haben noch gar kein Silber. Gar nicht. Egal. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Schade, ich hatte gehofft, ich kriege da ein bisschen mehr noch eingekauft. Obwohl, wir könnten ja auch einfach jemanden hinschicken, ne? Das ging ja auch. Was brauchen wir hierfür eigentlich? Mithrilbarren, Orichalkumbarren und Tungstenbarren. Na klar, weil... Boah, ich habe keine Ahnung. Das könnte noch eine Weile dauern. Vor allem die interessante Frage, müssen wir das jetzt über die Leute hier kriegen, über die Händler, oder kommen dann Gegner mit solchen Waffen und Rüstung an? Das wäre ja interessant. Gut, aber dann würde ich tatsächlich mal jemanden losschicken. Ach nee, da muss ich unter Kingdom gucken, ne? Kingdom, Diplomacy, Lush, Lightning, Sand Merchant. So. Ich hätte gerne Grapes. Grapevine. Ich weiß, mehr bietet ihr mir nicht mehr an. Gut, ich meine, euer Händler ist gerade hier. Insofern ist das jetzt gar nicht so überraschend, dass ihr nicht so mega viel habt. Aber trotzdem, das ist echt nicht viel. Gut, wir könnten Kupfererz holen, aber das macht nicht viel. Wir können einfach wieder Kupfererz ausgraben. Das ist jetzt nicht so die Schwierigkeit eigentlich.
Ja, wen versenden wir denn da? Wen versenden wir denn da? Ja, irgendeinen der Farmer am besten doch. Zack. Und, ja, da brauchen wir dann einfach nur 11 von diesen... No. Cent. Ist einfach so, dass ich hoffe, dass ich da uns damit ein bisschen entlasten kann. Super, haben wir? Ah ja. Cancel könnte ich machen, will ich nicht. Back. So, back. Und dann gucken wir uns noch Cleft Portal. Das ist ja das andere. Da hätten wir... Oh, da hätten wir viel mehr. Orange, Tomatoes, Wheat Grain. Ja gut, Raw Egg will ich jetzt nicht unbedingt holen. Courant. Was ist denn Courant? Da ich nicht weiß, ob das tatsächlich Nahrung ist, lasse ich es jetzt erstmal. Turnip Seeds und sowas haben wir, aber keine... Leider keine Barley Seed. Barley? Also ich weiß, dass wir Oat haben. Haben wir auch Barley? Rye? Barley? Ich kauf's mal sicherheitshalber. Im schlimmsten Fall habe ich jetzt was verschenkt. Das ist nicht so schlimm. Woolbolt, sowas brauchen wir nicht unbedingt. Cotton, nein. Raw Egg haben wir auch, denke ich mal, genug. Dairy Butter ist preiswert eigentlich, aber... Ja, ich denke mal, wir lassen das so. So, jetzt gucken wir mal, was wir jetzt machen müssen, um das kaufen zu können. 520, das heißt, es fehlen uns mehr als das hier, ne? Ne, 690, wir sind schon drüber. Okay, dann, das sind 690, also 40 zurück. Da sind wir jetzt einen drunter, haha. So. Und ja, wir suchen wieder irgendeinen Farmer raus. Da reicht jetzt auch jemand, der nicht so erfahren ist. Send, zack. Okay, das sollte funktionieren. Damit sollten wir wieder ein bisschen besser aufgestellt sein. Und ich denke, da sollten wir gut mitfahren können. So, wir haben den 9. Tag des Sommers, okay. Also von daher noch alles tutti. Ja, gut, die haben jetzt das hier endlich mal vernünftig abgebaut und das hier auch. Hat sich hier ein bisschen was mal angesammelt. So, gute Frage, das war Oat und das war Barley. Okay, wir hatten Barley schon. Na gut, dann kaufe ich glaube ich nur einen neuen Rye. Aber das ist ja in Ordnung. Wie gesagt, jetzt ist das auch alles nicht mehr so das Problem, ein bisschen Geld zu verschwenden. Vorher musste ich da ganz schön aufpassen. Jetzt ist das einfach so... egal. So. Ah, die haben das endlich rausgeschafft. Sehr gut, dann kann ich hier mal den Bronze-Lever bewegen lassen. Large Meals sind immer sofort weg. Das ist krass. Also sie schaffen es, unsere Gnome ja weitestgehend zu versorgen. Aber es kann echt sein, dass wir dann doch nochmal zwischendurch dann hier... also ich werde jetzt erstmal versuchen, nochmal richtig die Bestandteile nachzukaufen. Also die Vegetables und sowas halt. Aber tatsächlich haben auch unsere Köche noch ein bisschen Schwierigkeiten, so richtig nachzuziehen mit dem, was sie halt machen müssen, ne? Wie sind denn jetzt hier die Skills von dem Jungen? Wo ist denn Cooking? Tinkering ist 41, das ist ja sehr schön. Aber wo ist denn Cooking? Ich dann vorbei? Na, wo hast du denn Cooking? Hä? Da, Cooking. 22 hat er erst. Der ackert hier die ganze Zeit und ist erst bei 22 Cooking. Ach du Schande. Das ist ja... Wir haben nur zwei Cooks halt, ne? Das ist halt so... Oder? Hatten wir doch nur... Profession, nee, Assign.
Ne, wir haben jetzt drei Cooks. Okay, Ziel, Guss und den da. So, und der... Ach, hier kann ich das ja sehen. 20... 22... 23. Oh, das hat, die sind halt wirklich noch ganz frisch eigentlich dabei. Vielleicht sind da drei zu wenig, wenn die noch so schlecht sind im Kochen. Weiß ich nicht. Aber gut. Ja, also im Moment versorgen sie die Truppe ja. Mit über 100 Meals ist das alles noch im lockeren Bereich, denke ich mal. Sollte das noch weiter runterrutschen, dann müssen wir was machen. Dann müssen wir wirklich was machen. So. Dann... Wir haben den 9. Tag. Na gut, am nächsten Tag, am 10. Tag, da werde ich dann tatsächlich hier die Fallen entschärfen. Und da werde ich hier ein bisschen anfangen an der... Hier oben das Ding wegnehmen. Diesen Bereich hier. Ja, dann werde ich das tatsächlich runterbauen hier. Ich denke, dann wird es Zeit dafür. Bin mal gespannt darauf. Bin mal wirklich gespannt darauf. So. Ihr seid hier flüssig am Hin- und Herrennen. Sehr schön. Wie sieht es denn aus? Wurde die Rüstung hergestellt? Needs Leather Straps. Okay, und Leather Straps kann er im Moment... Ah! Ist der Händler noch da? Ja. Kann ich dir irgendwas an Leather Panels oder Leather Hides am besten noch verkaufen? Da sind wir wohl schon vorbei. Haben wir hier irgendwo Animal Sandwich? Nein. Leder. Ich will Leder an dich verkaufen. Ach, Mano. Hier ist irgendein Ancient Heart, ne? Leather Panel. Leather. Ja, die Panels sind jetzt nicht ganz das, worum es mir geht. Granite Golem, das... Ich würde einfach gerne die Hides ein paar verkaufen, eigentlich. Hides, kommt schon. Ach, Mano. Pass auf, da machen wir es anders. Dann machen wir es anders. Jetzt speicherst du. Na klar. So. Das ist hier. Ich werde einfach damit wieder Bewegung reinkommt. In dem Moment, wo ich hier ein bisschen was abbaue, sollte ein bisschen Bewegung reinkommen. Und dann hoffe ich, dass sich das hier ein bisschen bessert. So, zack. Wo kam denn jetzt das Hide her? Willst du mich verarschen? Ernsthaft? Ach, na gut. Okay, dann machen wir das so. Zack, dann soll hier... worunter fällt denn das hier? Worunter fiel denn... Unter Close fiel das doch nicht. Butcher? Hide, ja, okay. Aber mit Sicherheit nicht die Panels. Die fielen unter Armor, wette ich. Genau. Chitin Plate? Nee. Leather Strap? Wo ist denn Leather Panel? So. Dann sollen die da erstmal einfach ein bisschen was von hinschaffen. Ja, ein bisschen was, na klar. Willst du mich auf den Arm nehmen? Hat das hier wenigstens für Bewegung gesorgt? Nö, nicht im geringsten. Nicht im geringsten. Ah, das sind die ganzen Hides, die hier oben rumflogen, ne? Die hier liegen. Das waren jetzt alles nur Hides, die hier liegen. Ach du Schande, da liegt einfach so viel. Gut, dann kann ich nur... Dann mache ich das nochmal. So. Und da dürfen jetzt nur Panels rein. Armor. Ne, nicht Leather. Da Leather. Panel. So. Mal gucken. Ja. Okay. Rupp.
Okay, das dürften jetzt nämlich die ganzen Matte Leather Panel sein. Ja, und dann kann der jetzt hier hoffentlich mal wieder arbeiten. Ja, kann er. Okay, gut. Dann kommen wir da nämlich wieder ein bisschen voran. Und dann kann da auch ein bisschen was von verbraucht werden jetzt mal wieder. Fängst du schon wieder an? Nee, okay, sind keine Panels hoffentlich hergestellt. Bärheit. Bär ist halt anscheinend Animal. Das ist dann halt so. Nur gut. Ist mir eigentlich auch relativ Wumpe, muss ich zugeben. Oh, da hat sich schon jemand teilweise in Stahl gekleidet. Sehr cool. Sehr, sehr cool an sich. Wollen wir dann schon mal ein... Komm, wir machen mal einen schon mal heavy, einfach damit wir sehen, wie es aussieht. Also, von den Kosten her sieht es erstmal ganz ähnlich aus. Der Helm kostet mich 4 Stahl. Der Heavy kostet mich auch 4 Stahl. Richtig? Ne, der kostet mich 3. Der hier kostet mich 4. Breastplate kostet mich 4. Kostet mich 6. Okay, na gut, machen wir trotzdem. Zack. Cotton und ja, Animal, halt Jack oder was auch immer. Dann Stahl, Cotton, Jack, zack. Und dann Stahl, Cotton, Jack. Stahl, Cotton, und nochmal Stahl und Kutten. So. Und dann natürlich hier auf 1. Und hier auf 2. So. Mal gucken, was daraus wird. Würde ich einfach gerne mal im Vergleich sehen. So. Auch wie, ob man von außen einen Unterschied erkennen kann, würde mich auch interessieren. Ich vermute mal, die in Heavy Armor werden einfach noch einen Zacken langsamer sein in der Bewegung. Aber werden halt nochmal einen Zacken mehr aushalten. So in etwa wird es wahrscheinlich sein. Aber wie gesagt, da bin ich mal gespannt. Da bin ich wirklich mal gespannt. Und das werden wir dann schon sehen. Beauty. So. Ja, also... Oh. Da haben wir wieder hier eine kleine Attacke, aber die ist schnell erledigt. So. Reinforced Stone Door. So. Prima. Prima. Das läuft doch. Das läuft doch. So. Large Meals. Oh mein Gott, es wurde ein Large Meal hergestellt. Es wurde geschafft, 2 Large Meals zu produzieren. Na Donnerlittchen. Ich bin ja begeistert. 3 Large Meals. Sind gleich weg. Wäre natürlich gut, wenn ich da noch eine Priorität setzen könnte, weil das wäre natürlich das Coolste tatsächlich, wenn die 3 Large Meals hergestellt werden können. Vor allem, wenn du dann natürlich einen richtig guten Koch wohl hast, der ihn herstellt. Dann macht sich das wohl auch nochmal richtig gut bemerkbar. Ja, mit dem Micromanagement, das ich hier probiert hatte am Anfang, so voll angestrengt, so die Sachen hier zu verplanen und zu machen und zu tun, das hat so ein bisschen, ich habe da den Überblick verloren, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Einzige, was ich noch weiß, ist, dass hier die ganzen Seeds liegen, wobei ich da jetzt auch gar nicht mehr weiß, was da für Seeds drin sind, ob ich das irgendwie beschränkt hatte. Wir haben hier noch Turnip Seeds, Beet Seeds und Potato Seeds. 70, okay. Nur 70? Das war nicht sehr viel, ehrlich gesagt. Das überrascht mich ein bisschen. Weil in dem hier... Da sind nur 3 drin, okay. Den sind jeweils 32. Und das hier sind Turnip Seeds. Das heißt, hier drin sind dann... Von irgendwas waren ja nur 3 Stück drin. Das sind 3 Potato Seeds. Haben wir von den Potatoes nur so wenig Seeds? Okay. Gucke ich mal sicherheitshalber auch nochmal nach. Stocks. Seeds, mal gucken. Items, genau, Goods. Unter Plants. Unter Plants, Seeds.
Nee, eigentlich nicht das Problem. Doch, Potato Seeds tatsächlich nur 3 Stück. Okay, wovon haben wir denn viele? Wheat Seed und Pomegranate. Und Mushroom mittlerweile, okay. Dann sollten die hier am besten drin eingelagert werden, ehrlich gesagt. Overview, Goods, Plant, Seed. Dann nehme ich Potato einfach raus. Mushroom kann ich reinpacken. Ja, okay. Die anderen sind jetzt nicht so, dass sie nah am Aussterben sind. Ja, da wurden wir da Potatoes ja irgendwie ein bisschen dezimiert, würde ich sagen. Naja. Wird schon. Wird schon. So, jetzt ist er hier gerade am irgendwie umpacken und machen und tun. Lasse auch gerade... Oh, wir haben den 12. Tag schon. Hey, ich wollte eigentlich Arbeit erledigen. Ah, und deswegen hat es gerade geruckelt, weil er hier raus will. Ja gut, dann kann ich ja trotzdem die Arbeit jetzt in Auftrag geben, ehrlich gesagt. So, das ist dann hier. Ja, dann muss ich halt bis zum 2. Tag des Herbstes halt hier draußen auch ein bisschen arbeiten. Was soll's. Erstmal wird hier oben das ganze Holz weggenommen. So. Und dann hoffe ich mal, dass keine allzu unangenehmen Angriffe auf mich zukommen. Aber das ist jetzt halt so ein bisschen das Risiko, was wir jetzt fahren müssen. Wenigstens wissen wir, unsere Hauptgemeinschaft hier drin ist sicher. Selbst falls wir jetzt tatsächlich draußen mal mehrere Leute verlieren, sind wir nicht in der Bedrohnis, dass wir irgendwie gleich unsere gesamte Gnomenschaft verlieren. Achso, ich habe das ja... Ja, ich habe ja die Falle abgeschaltet. Ich dachte jetzt eben gerade, Moment, wenn jetzt mehrere Leute rauslaufen. Aber sie könnten ja gar nicht rauslaufen, wenn nicht... ja. Alles gut. Alles gut. Okay, also unsere eigenen Automatons sind sehr langsam, stelle ich gerade fest. So, was könnten wir noch machen? Wir könnten noch den Bildern gleich noch ein paar Aufträge geben, ehrlich gesagt. Ein Merchant has arrived, okay. Den gucken wir uns dann auch gleich nochmal an. Ich wollte ja eine Blockwall, Granite Block. So, hier hin. Blockwall, Granite Block. So, nämlich den Bereich hier ersetzen lassen. Das da und... Das da. Ja. Dann lassen wir wieder weiterlaufen. Der Merchant, den gucken wir uns dann gleich an, was er gemacht hat. Oder machen möchte. So. Die sind hier fleißig am Ackern. Achso. Eine sonnige Verabschiedung. Wir sehen uns zur nächsten Folge. Euer Sunny verabschiedet sich bei euch. Ciao.